Wie wir sehen, haben wir jetzt schon einen richtig schönen Farbeffekt, also so einen schönen blau-grün Schimmer, finde ich mega. Und auch gerade so diese schwarzen Schlieren, die dann später auch in dem Tisch wiederkommen werden. Das macht schon richtig was her. Jedoch möchte ich das Schwarz noch etwas mehr zur Geltung bringen und dem Ganzen noch ein bisschen Tiefe geben und außerdem noch dafür sorgen, dass die Deckkraft nachher gegeben ist. Weil jetzt gucken wir gerade auf den Behälter, der, ich sage mal, bestimmt 10-15 cm Schichthöhe hat. Und da wirkt natürlich dieses Pigment hier sehr deckend. Wenn wir das Ganze jetzt gleich dünn in unsere Form gießen, könnte es passieren, dass das Ganze wieder transparenter wirkt. Dem möchten wir natürlich entgegenwirken. Und deswegen auch unter anderem gebe ich jetzt hier noch etwas schwarze Farbpaste hinzu. So, in meinem Fall nutze ich hierfür so eine Tropfpipette. Und wir nehmen auch hier die Farbpasten von Dippon. Ich bin eigentlich ein Fan davon, wenn man Harz und Pigmente dann auch wirklich von einem System nimmt, weil ich sag mal so, die Hersteller haben wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich ihre Pigmente auch mit ihrem Harz getestet und können daher garantieren, dass ihr Harz mit den Pigmenten so funktioniert, wie es soll. Wenn das Ganze jetzt natürlich mit zwei unterschiedlichen Herstellern gemacht wird, also Pigmente Hersteller A und Harz Hersteller B, könnte es sein, dass Probleme auftreten, beispielsweise, dass das Harz dann nicht mehr härtet, weil es mit der Pigmentstärke nicht klarkommt. Und auch das müssen wir jetzt nochmal gründlich durchführen. So, nachdem wir jetzt alles gründlich angerührt haben, können wir auch schon gießen. Und zwar mache ich das gerne so, dass ich erstmal eine kleine Grundmenge gieße und gucke, ob der Rahmen auch überall dicht ist oder ob mir das irgendwo rausläuft. So werden wir das jetzt hier auch machen. Das ist natürlich unpraktisch, dass mein Behälter so voll ist. Dadurch haben wir hier eine relativ große Gießhöhe. Umso weniger Höhe wir haben, umso weniger Luftblasen, wenn wir jetzt hier unten reindrücken. Das ist natürlich in unserem Fall hier nicht ganz so schön. Aber was richtig schön ist, ist die Farbe, muss ich ehrlich sagen. So, und zwar haben wir jetzt so ein gutes Grundlevel erreicht, um erstmal zu kontrollieren, wo fließt es hin, fließt es uns irgendwo weg. Und zwar lässt sich das auch ziemlich schön erkennen an diesen, ich sage mal, Streifen. Also sprich, wenn euer Harz fließt, dann bildet es ja so eine Flussschlieren. Wenn jetzt beispielsweise hier in der Ecke eine Undichtigkeit ist, dann würde das hier gleich nicht aufhören zu fließen. So, wie gedacht, sieht das natürlich bisher alles sehr gut aus. Ich wüsste auch nicht, wo unser Rahmen hier irgendwo undicht sein sollte, weil wir haben so viele Sicherheiten eingebaut. Wir haben den ganzen Rahmen von innen von innen silikonisiert, wir haben den ganzen Rahmen von außen silikonisiert, wir haben das Ganze vorher versiegelt und da sind wir dann wieder bei dem Thema, was ich meinte. Ich persönlich finde es besser, wenn man wirklich die besten Vorkehrungen trifft oder Vorkehrungen mehrfach trifft und damit dann auf Nummer sicher gehen kann, dass auch wirklich nichts schief geht. So, wir sehen immer noch, wie das Harz hier hinten in die Ecke fließt. Ich bin da jetzt etwas neugierig. Angerührt haben wir es eh. Von daher gießen wir das jetzt mal hier ein bisschen höher. Genau, und entweder fließt es jetzt weg, dauerhaft, oder es dreht gleich um und fließt doch wieder da rein. Und wir sehen jetzt hier, dass es sich doch noch in die Richtung bewegt. Also könnte es gut sein, dass sie dort hinten eine kleine Undichtigkeit haben, was unsere Volumenberechnung jetzt natürlich beeinträchtigt. Und da kommen wir nämlich auch schon zu dem Thema, wenn ihr jetzt beispielsweise hier an dem Rahmen irgendwo eine Undichtigkeit habt, beispielsweise euch läuft jetzt hier hinten an der hinteren Kante Harz raus, dann nehmt ihr eine Schraubzwinge und zwingt das Ganze fest.
Bei mir würde es jetzt halt eher semi-optimal gehen. Ich müsste mir jetzt eine Latte nehmen oder so eine Aluprofile, die rüberspannen und dann mit dem Aluprofil hier rauf sozusagen Druck ausüben. Das Einzige, was ihr nicht entwickeln dürft, ist Panik. Wenn ihr Panik habt und panisch reagiert, sage ich mal, oder hastig reagiert, dann passieren oftmals die Fehler. Was ebenfalls wichtig ist, kratzt so einen Eimer jetzt nicht aus. Auch wenn ihr umgetopft habt, auch wenn ihr sagt, ja, aber da ist ja noch was drin, trotzdem den Eimer nicht auskratzen. Lasst die paar Gramm da. Wenn da am Rand Mischfehler sind, ärgert ihr euch nachher fuchsteufelswild, dass ihr das benutzt habt sozusagen, weil dann entstehen euch wieder die Fehler. So, und im aktuellen Zustand bringt es euch noch nicht allzu viel, hier schöne Muster reinzumachen, weil ihr müsst bei diesen langen trocken oder diesen langsam härtenden Harzen müsst ihr den Zeitpunkt abwarten, bis euch das Ganze geliert. Weil jetzt wird es dazu kommen, dass sich das Harz langsam sozusagen noch setzt. Denn jetzt wird es dazu kommen, dass sich die Pigmente langsam wieder absenken und dadurch würde dann hier wieder eine homogene Oberfläche entstehen. Sprich, die Muster, die wir jetzt hier haben, die werden wir nachher höchstwahrscheinlich nicht mehr haben. Dazu muss ich dann versuchen, rechtzeitig wieder hier zu sein und den Gelierpunkt abzuwarten. Mal gucken, ob ich das zeitlich schaffe, weil Arbeit haben wir auch noch nebenbei. Und wie wir zum Beispiel sehen, auch ich habe jetzt hier bei meinem Holz leichte Unebenheiten, sprich, entweder ist jetzt mein Tisch grundsätzlich noch ganz leicht schief, was ich ja eigentlich vorhin mit der Wasserwaage ausgetestet habe, oder mein Holz ist hier vorne leicht dicker als hier hinten, weil hier bin ich jetzt schon an meiner Heißklebekante und hier vorne habe ich noch die leichte Holzkante. Nun könnte man hier hinten versuchen, das Ganze ein bisschen anzuheben, oder wir schleifen nachher halt einfach diese paar Millimeter, ich würde jetzt sagen, das sind 1, 2 Millimeter. Die schleife ich später einfach runter, weil ich jetzt nicht die Gefahr eingehen möchte, dass hier meine Spannbacken sich lösen. So, das Ganze ist jetzt eine halbe Stunde her. Hier rechts können wir sehen, wie das aussehen könnte, wenn wir es im Gelierzustand verwirbeln. Ich habe es halt jetzt einmal verwirbelt. Und hier links sehen wir, wie sich das Harz und die Pigmente ihr eigenes Muster bilden. Ich muss sagen, ich finde dieses Gesprenkelte, glaube ich, sogar einen Ticken schöner. Das heißt, ich werde das Ganze nochmal nachher durchrühren, vielleicht so nach 10 Stunden nochmal. Und dann lasse ich das Ganze sozusagen von alleine sein Muster bilden. Und auch mir ist ein Fehler passiert oder eine Undichtigkeit. Und zwar waren wir bei dem Thema dreifache Sicherheit. Und ich dachte, es genügt, diese Steilkante sozusagen nur innen zu machen. Und wir haben ja vorhin gesehen, wie das Harz hier rumlief. Und hier drunter scheint noch ein Kanal zu sein, der irgendwo an den Rand geht. Jedenfalls können wir jetzt hier sehen, wie Harz am Rand ausgetreten ist. Weil ich natürlich nicht möchte, dass jetzt mein ganzer Tisch hier so eine dünne Schicht bekommt, weil wir dann umso mehr schleifen müssen, habe ich die Heißklebepistole geschnappt und noch schnell ringsherum eine Kante gezogen. So, und da wir jetzt noch ein bisschen Harz über haben, weil ich ein bisschen mehr lieber anmische als zu wenig, weil nachgießen kann man immer noch,
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier noch einen halben Zentimeter Kante haben, dann wird das nichts mehr mit nochmal neu anmischen und Pigmente reingeben, weil wir dann wieder unterschiedliche Aushärtezeiten kriegen im doofen Fall. Und das restliche Harz werde ich jetzt nehmen und einfach nochmal hier vorne in die Kante geben, um zu gucken, ob hier auch noch was vielleicht unters Brett läuft. Das wird sich jetzt nicht mehr hiermit verbinden, mit dem Hauptteil, weil sonst wäre hier schon Harz. Aber so habe ich es wenigstens noch verwendet. Und einen kleinen Schluck hebe ich mir noch auf, falls hier nochmal irgendwo etwas auftaucht.